Servus, grüß Gott, willkommen zurück im LS19 auf der Niederbayern 1.8 Multigedönse. Ich habe jetzt gerade mal kurz vor dem Start der Aufnahme alle möglichen CP-Fahrer wieder aktiviert. Natürlich habe ich jetzt selbst nichts zu tun. Problem ist, ich muss das meiste mit CP machen lassen, aus dem einfachen Grund, hier möchte ich nachher ja die Strohballen pressen lassen. Wenn ich das jetzt mit ohne CP dresche, dann werde ich muss ich ja später auch selbst die Ballen pressen, und ob wir die Zeit dafür haben, weiß ich gar nicht. Läuft ja so ganz gut. Den Tiefenlockerer, jenen, könnte ich selbst fahren, aber da habe ich keinen Bock drauf, weil mit 4 Meter Arbeitsbreite, da kriege ich Fußpilze in der Zeit. Und gut, ich meine, die sind ja gut am Arbeiten, die Jungs hier. Ja. Mädel ist am Grasmähen hier. Hier oben der Fünfer, der ist schön am Schwaden machen. Und unser Deutz, der drückt die Ballen raus. Wir haben 273.000 Euro. Um einigen Problemen aus dem Weg zu gehen, würde ich tatsächlich hingehen vielleicht. Und würde mir mal noch einen Trecker mieten, ganz kurz, dass wir den Ballenladewagen ziehen können, das wird nachher passieren, dass die dann bei dem Wendekreis und so weiter über die Ballen fahren und dann ja wieder verwirrt sind etwas. Deswegen denke ich mal, gehen wir mal zum Händler, leihen uns mal kurz einen mittelgroßen den hier. Der hat genug Leistung, wenn ich ein bisschen dran rumschraube. Das reicht. Frontlader brauchen wir hier keins. Alles andere hat Standard. Den mieten wir uns schnell. Jupp, danke. Okay, zurück. Und was ich auch gern hätte, weil ich ja gesehen habe gerade, dass unser MF-Drescher, kann der auch Sprit hier konfigurieren. Sie können Ihre Fahrzeuge am Anhänger bei Bedarf auch mit Kraftstoff betanken. Das ist nämlich cool. Das ist okay. Den kaufe ich mir tatsächlich. Ja, bleibt alles Standard. Rot von mir aus. Den kaufen wir jetzt, weil wir brauchen Sprit für den Drescher. Jetzt weiß ich nicht. Gut, der braucht auch ein bisschen länger. Der fährt noch. Da ist er. Jetzt weiß ich nicht, ob wir den. Wahrscheinlich müssen wir den erst tanken hier. Wäre ja eigentlich auch logisch. Ja, da ist noch nichts drin. Fahren wir gerade mal zum Hof schnell, tanken den voll. Und dann fahren wir zum MF. Jo, und sonst alles klar bei euch. Ja, genießt die letzten Tage der Ferien oder des Urlaubs. Aber es ist ja eigentlich ziemlich eng beieinander. Ja, jetzt habe ich mal geguckt. Es sind jetzt gerade noch, glaube ich, 8 Wochen. Bis zu den Sommerferien schon wieder, ne? Ich könnte mir da sehr gut vorstellen. Mein Junior ist ja auch in der Schule noch. Auf jeden Fall. Das wird noch ziemlich heftig werden, ne? Dass die ganzen Arbeiten und Tests noch unterbringen in den 8 Wochen. Da kommen noch Feiertage dazwischen mit Brückentagen vielleicht. Ne? Da ist jetzt noch mal richtig Stress angesagt, würde ich wetten. Da drücke ich jeden, der das noch vor sich hat, die Daumen. So, kann ich das jetzt hier voll tanken, das Teil? Diesel hätte ich gern, das ist richtig. Oh, wunderbar.
Der muss entladen werden. Es ist gut, dass er jetzt stehen bleibt. Da kann man auch tanken. Oh, das ist aber, das dauert jetzt wieder, du mein lieber Freund. Ich hätte doch an die LKW-Zapfsäule gehen sollen, da geht's schneller. Ui, es gibt nichts Ekligeres als kalten Kaffee. Also ich meine nicht Spezi oder Cola-Mix, was ihr so wie ihr das nennt. Ich meine original kalten Kaffee. Brr. Oh Mann. Komm, mach hin, ey. Die Presse, Quadrant, Zustand 15%. Das müssen wir alles reparieren. Ganz kurz. Was? Nein. Nein. Was soll das hier? Oh Mann. Da muss ich vielleicht doch anders reparieren. Keine. Oh, ist voll. Ich wäre verrückt. Er hat's geschafft. Nee, ich wollte gerade irgendwie die Fahrzeuge über das Menü reparieren. Geht ja eigentlich. Nur der Betrag, der kam mir ein bisschen seltsam vor. Nicht, dass wir da ruckzuck 1,5 Millionen abgezogen kriegen, für irgendwelche Schraube anzuziehen. Ja, das, ich weiß nicht, habt ihr denn Brösel auf der Schalmei? Das ist unglaublich. Also das funktioniert hier, wunderschön, macht er das. Jetzt bin ich mal gespannt, normalerweise, der Drescher ist hier nach unter CP-Führung, müsste er eigentlich von alleine auftanken, also war es im 17 jedenfalls. Wenn man nah genug dran war, hat er sich automatisch aufgetankt, weil er das ja möchte. Wenn ich jetzt entlasse, kann ich dann tanken? Helfer entlassen? Ich habe doch gar keinen Helfer, ich habe doch CP-Kollege. Was ist los? Gut, wir müssen eh losfahren. Zum Abtanken. Wir haben hier keinen Anhänger hier in der Nähe. Ja, ich weiß, ich fahre jetzt ein bisschen was kaputt. Aber wir fahren jetzt erstmal abtanken. Ja, das war mir auch klar, dass die da hinten am Gras ist tierisch auf die Nüsse gehen demnächst. Ich muss unbedingt dahin, dass ich mal die Ballen wegkriege. So. Wieso geht hier nichts mit Auftanken, liebe Leute? Ja,
Der Schlauch ist auf der Seite. Normalerweise müsste es ja auf der Seite sein, gell? Ups. Das könnte jetzt ein bisschen... Oh, jetzt habe ich ein Display da ohne Witz. Das kann ich jetzt nur um Stunden handeln, ehrlich gesagt, ne? Man muss ja auf beiden Seiten, beide Seiten des Trichers probieren. Also hier haben wir es ja schon mal probiert, hier hat es nicht funktioniert. Ihr wollt ja nichts haben. Oh, Leute, Leute, Leute. Ja, so geht die Zeit drauf, ey. Ja, nichts gemacht mit dem blöden Sprit da. Ich krieg nichts angezeigt, gar nichts. Wenn ich mich in den gemieteten Case reinsetze, dann zeigt er mir auch nicht an, dass ich Überladen starten oder so ein Gedönse. Natürlich kann es auch sein, dass man an den Anhänger ran muss. Servicefunktionen aktivieren, ich krieg die Krise. Service Menü M. Nee, nee, ich will ja tanken. Was war das noch? Trigger Marker abschalten. Was soll das sein? L. Anschalten. So, jetzt gehen wir nochmal in den Trecher, ob es jetzt funktioniert. Da haben wir jetzt einen Trigger markiert gekriegt und da müssten wir jetzt eigentlich tanken können, ey. Das gibt's doch nicht. Ich bin im Grünen. Ich würde gerne tanken. Es ist grün. Wieso kann ich hier nicht tanken, liebe Leute? Oh Mann. Was ist das denn los hier? Jetzt im Reparieren von mir aus. Ja. Ich würde aber auch gern tanken. Wieso kann ich denn nicht tanken? Ich will tanken. Ins Fahrzeug einsteigen? Ah, das war der, okay. Wo ist das Problem, Officer? Jetzt haben wir die Dieselpumpe, muss man extra anschalten. Okay. Geht's jetzt? Eieiei. Ja. Gut, egal. Ja, die ganze Folge voll abgeplempert, ey. Wegen dem dummen Sprit. Dresche anschalten, Dresche auffüllen. Wow. Ach ja, der ist am Laufen, der macht ja keinen Stress, aber hier die Ballen, guckt euch das an, die liegen mir voll im Weg demnächst. Gut, dass der Deutsch hier so Kämpfe hat mit den Ballen. Eieieiei. So, du bist voll. Gott sei Dank. Meine Güte. Deine und meine Güte. So, Manometer. Der ist repariert und vollgetankt. Okay, der hat erstmal Ruhe. Ah, das wusste ich jetzt auch nicht, dass man hier die Dieselpumpe anschalten muss. Wir stoppen. So, hier nehmen wir mal zu. Okay. Hättet ihr es gewusst? Bestimmt. Ja. Aber ich habe das Ding das erste Mal im Einsatz. Ich finde es jetzt, wo ich es sehe, ist es cool gemacht. Ja. Und jetzt wissen wir es auch fürs nächste Mal. Natürlich ist die Folge jetzt so gut wie beendet. Was ein bisschen schlecht ist. Aber eins machen wir noch. Wir machen noch einen Ladewagen. Also einen Ballenladewagen. Fangen wir noch an zu ernten. Nee, sagt man doch ernten. Die Ballen laden wir noch ein paar. Und, jo.
Und weil ich die Zeit nicht habe, wenn ich jetzt den Serviceanhänger unten beim Kuhstall abstelle. Da steht der Gute. Ja, und den Tipp von euch ist ein Kollege, ein interessierter Zuseher, hat mir einen Tipp gegeben, ich soll doch hier in die Wurzellagerhalle die Ballen laden. Absolut cooler Tipp, werde ich auch machen. So. Nee, das wird jetzt zu lange dauern. Ich beende die Folge jetzt. Die nächste kommt ja am... Oh, wenn ich jetzt richtig liege, am Freitag. Kommen ja wieder zwei Niederbayern-Folgen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr da wieder anschalten. Bis dahin freue ich mich, dass ihr das euch gefallen hat, hoffentlich. Wenn es so war, gerne einen Daumen nach oben da lassen oder ein Abo. Und dann sehen wir uns am Freitag wieder auf der Niederbayern. Macht es gut. Bis dahin. Tschüssi.